Hello, hallo, es ist wieder Kaffeepause. Auf ein neues. Wir haben Updates. Schwein Buddy. Mops Buddy hatte einen Riss in der Lippe. Wir hatten die Wunde verklebt. Jetzt war er zur Nachsorge da. Hält gut. Wie es ihm jetzt geht? Es geht ihm prima. Sekundenkleber hilft super bei kleinen Schnittwunden. Der Besitzer hat jetzt immer eine Tube mit dabei. Schon gewusst? Die Falten eines Mopses müssen sauber gehalten werden. Wenn sich die Zwischenräume entzünden, muss man Falten wegoperieren. Fanzeit. Moment. Colby W. Wie lange muss der Arm für eine Palpation sein? Etwa 60 Zentimeter. Es kommt natürlich immer auf die Kuh an. Aber lange Arme sind hilfreich. Ich komme sogar bis zu den Nieren. Letzte Frage. Freddy F., was ist Ihr Lieblingsessen? Mir schmeckt alles. Hauptsache ist, dass ich satt werde. Na toll. Spritztour. Buffalo. Zurück zur Kaffeepause. Unser heutiger Gast ist Jeff vom Wild Pumpkin Streichelzoo. Er hat ein Lamm mitgebracht. Das Lamm heißt aber nicht Mary, oder? Sind die zahm genug, dass Kinder sie streicheln können? Ja, sie sind zahm. Die Kids dürfen die Lämmer füttern. Sie fressen ihnen aus der Hand. Das lieben sie. Schafe sind gutmütige Tiere, wenn sie sich an die Menschen gewöhnt haben. Wie Hunde. Dies ist ein Katadenlamm, ein Haarschaf. Es muss nicht geschoren werden. Sie verlieren ganz natürlich ihr Haar. Sie sind einfach zu halten. Echt pflegeleicht. Haarschafe sind eine schöne Rasse. Sie eignen sich sehr gut für den Streichelzoo. Danke, dass Sie beide hier waren. Ich hoffe, sie wird noch lange leben. Danke.